auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie man Blueprints herstellt in Satisfactory. Also, wir haben hier diesen wunderbaren Blueprint-Designer. Den findet man quasi direkt bei Spezial. Erste Teil. Blueprint-Designer. Ist ziemlich groß, das Ding. Also, der braucht ein bisschen Platz. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Platten, die der einnimmt. Und wir können da drauf auf einem 4x4 Grid arbeiten. Und ich glaube, es geht sogar noch höher. Also, ich weiß nicht, ob das auch 4 sind oder schon 6 oder 8 oder was auch immer. Könnte man herausfinden. Gucken wir es eben kurz an. Es sind genau. Ja. Also. Ja, von den Maßen der Bodenplatten her sind es satte 4. Also 4x4x4. So. Wie gehe ich denn am besten vor? Also natürlich ist das hier ein bisschen selbst überlassen, aber ich finde es eigentlich ganz praktisch, wenn man hingeht und sagen wir mal, wir wollen irgendwas für eine Produktion für eine spätere bauen. Zum Beispiel möglichst viele Konstruktoren. Wir haben natürlich die Möglichkeit, einfach hinzugehen, uns einen hinzusetzen und dort dann Eingang dran, also machen wir uns einen Splitter rein. Und wie immer ist es wichtig, dass wir uns auf eine Richtung einigen, aus der wir kommen. So. Und dann setzen wir uns da ein Band rein. Dann müssen wir uns hier vorne noch natürlich den Weg raus hinpacken. Das machen wir auch wieder schön dicht dran. Alles in eine Richtung. Oder wie auch immer wir uns entscheiden wollen. Packen da unser Band rein. Und eigentlich haben wir dann ein relativ simples System. Ja, ist vorne rein, hinten raus. Je nachdem, wie wir es haben wollen, ist hier auch eine. Also könnten wir jetzt direkt ein Rezept einstellen oder wir sagen, komm, das halten wir uns möglichst offen. Ich mache es gerne, dass ich es offen halte. So, und dann nehmen wir uns diesen Bauplan und der muss ja irgendwo hin. Ja, fangen wir an. Ja. Ein Konstruktor. Oder wir machen einfach Konstruktor einer. So. Wir wollen uns ein Icon auswählen. Da macht in dem Fall natürlich der Kollege wirklich Sinn. Und Farbe ist beliebig. Aber jetzt geht es darum, wo packen wir das hin? Er hat immer diesen Punkt unbestimmt hier vorne. Aber hier rein alles zu klatschen ist ein bisschen blöd. Also erzeugen wir uns eine neue Kategorie. Da wollen wir hin. So. Die Kategorie bekommt jetzt den Namen Maschinen. Und da setzen wir, was setzen wir da am besten hin? Ja, es geht in Richtung Fabrik, also machen wir ein Fabriksymbol dran. So, übernehmen und wir packen uns eine Unterkategorie rein und sagen, hier oben kommt alles mit Konstruktoren rein. Und packen uns hier den Plan hin. Konstruktor einer. Die Änderung wollen wir übernehmen. Das wollen wir. Es ist schade, dass hier unten kein OK-Button oder Übernehmen-Button ist, wie gerade eben, sondern den müssen wir tatsächlich einfach nur schließen. Und unser Ordner ist gesetzt. Wird angezeigt, was der ganze Spaß kostet, wenn man das jetzt bauen möchte. Fertig. Bauplan sichern. So. Jetzt haben wir aber auch schon mal den Fall. Wir wollen eigentlich zwei haben. Das heißt, wir nehmen uns mal so einen und setzen den dahinter. Und packen dann natürlich hier auch wieder einen
Splitter ran. Wir haben gesagt, wir wollen alles in die rechte Richtung laufen lassen. Das heißt, da geht das Zeug raus, hier geht es rein und da geht es rein. Dann setzen wir noch eben unsere Bänder, wie wir es gerade getan haben. So. Ab jetzt wird es aber schon interessant, wie sieht es mit dem Strom aus? Weil wir wollen ja auch irgendwie die Dinger dann auch anschließen und fertig. Ja, haben wir gerade nicht gemacht. Aber hier würde es sich ja jetzt schon bald empfehlen. So. Das heißt, wir suchen uns jetzt eine Stelle. Die macht das alles sehr hoch, wie man sieht. Hier vorne vor geht eigentlich noch. Dann nutzen wir so ein bisschen das Clipping-System. Setzen hier schön in die Ecke. Dann haben wir den noch dran und wir haben direkt zwei verdrahtet. Das heißt, ich stelle das Zeug hin, pack hier einmal Strom dran, fertig. Jo, schon haben wir ein Zweiersystem. Dann machen wir doch mal hier direkt Konstruktor Zweier. Das Verzeichnis, ne, wieder aufpassen, undefiniert, eher ungünstig. Also gehen wir hier hin und setzen den da rein, weil das ist ja auch Konstruktor. Sagen, speichern. Und wunderbar. Wir haben schon mal, ne, also wenn wir jetzt sagen, wir möchten gerne drei Maschinen dran setzen, dann wird das bedeuten, wir gehen einfach hin, nehmen den, nehmen uns bei unserem Bauplänen Maschinen in einer, setzen den hier vorne dazu. Kurz ein Band ziehen. Da noch ein Band ziehen. Und in diesem Fall einmal Strom dran. Und schon ist das fertig. Jetzt ist die Frage, wie oft haben wir den Fall, dass wir wirklich drei brauchen. Deswegen, wir könnten jetzt natürlich hingehen, weil ging ja schnell, einfach hier Konstruktor 3er. Das Prinzip versteht ihr. Fertig. Jetzt haben wir den nächsten drin. Und das können wir jetzt immer so weiter. Jetzt haben wir unseren Bauplänen schön wirklich von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und egal, was wir brauchen, sagen wir, wir brauchen 15 von den Konstruktoren, ein 8er, ein 7er davor. Wir müssen in dem Fall, jetzt zeige ich euch das einmal, in dem Fall gehen wir hin. Ja, wir haben gesagt, wir bräuchten 15. Rechte Seite ist unser Eingang. Ich setze das jetzt mal hier schön an die Kante. Das genau in diesem 4x4er Feld und ja, wir haben eben bei dem 8er, wir haben jetzt die Möglichkeit hier auszuwählen, RE Auswahlrad, wir wollen jetzt das 7er haben, auf einmal fehlt einer, wir können hingehen, Steuerung Taste den Kollegen schön nah da dran setzen, auch in einer Linie und alles, was wir jetzt noch zu tun haben. Diese drei Bänder zu verbinden und den Strom von dort nach dort zu setzen. Ich habe auch bewusst die kleinen Strommasten genommen, weil die haben halt vier Anschlüsse. Das heißt, es kommt eins rein, es geht eins raus, wir haben dann nichts mehr frei, passt schon. Ich kann vorne meinen Strom anschließen, der reingehen soll und ich habe hier hinten in dem Fall jetzt nichts mehr über. Aber ich bin mit meinen 15 Maschinen hier ruckzuck fertig und durch. Was dann noch zu tun ist, ist natürlich Rezepte einstellen. Dann schauen wir mal, wie sieht es denn aus mit Fabrikatoren. Den setzen wir uns jetzt einfach mal mitten hier rein. Und dann schauen wir uns das an. Und zwar gehen wir hier hin, um das recht kompakt zu machen. Setzen wir dort ein Band dran und eins da drüber.
hier vorne vor kommen drei Masten und hier hinter, eben gucken, dass wir die richtige Höhe treffen. So, so und so kommen ebenfalls drei. Jetzt ziehen wir uns unser Band, das wir da rein haben möchten. Einmal hier quer rüber. Und einmal hier quer rüber. Achtet darauf, dass die Richtung stimmt. So, jetzt können wir hingehen. Und einmal den Splitter hier hinsetzen. Und einen Splitter dort hinsetzen. Und dann können wir tatsächlich die Bänder hier oben schon mal wegziehen. Unten die Masten weg. Und hier unten das gleiche. Wenn man jetzt einen solchen hat, das, was man machen muss, ist gucken, dass man hier die Bänder reinkriegt. Hier oben, die können wir auch noch wegnehmen. Und die dann, im Zweifel, wenn man zwei nebeneinander stellt, muss man sie halt einmal oben lang ziehen und einmal unten lang ziehen. So, das Zeug muss natürlich noch raus. Jetzt wäre die Geschichte, was machen wir denn? Also wir haben einmal die Möglichkeit, den so anzuschließen und hier mittendrauf den Spaß wieder zurückgehen zu lassen. Das machen wir jetzt auch erstmal. Das ist wieder das gleiche Prinzip. In dem Fall reichen dann aber hier zwei Masten und hier zwei Masten. Auch da wieder wichtig, eine Richtung entscheiden. Vollkommen egal, ob ihr jetzt so rum reinführt und in die gleiche Richtung auch raus oder ob ihr so rum rein und so rum raus. Das ist halt nur ein, ich muss mich einmal entscheiden. Hier kommt dann ein Fusionator drauf. Und auch hier nehmen wir den Spaß wieder weg. Ja, Bänder und die Masten auch nicht. So, damit haben wir wieder ein fertiges System. Also gehen wir hin und sagen Fabrikator einer. Es macht es euch einfacher, wenn ihr die Anzahl dran schreibt und wenn ihr euch dafür entscheidet, entweder davor oder dahinter das zu setzen. Das ist einfach für Übersicht. Wenn ihr natürlich ein anderes System habt, wo ihr sagt, damit komme ich viel, viel besser klar, nutzt das. So, dann suchen wir mal eben den Kollegen hier raus. Da haben wir ihn. Und hier machen wir wieder den Spaß. Neue Unterkategorie, weil gehört ja zu den Maschinen. Also, komm. Hier bitte. Hier die Fabrikatoren hin. Änderung übernehmen. Zumachen. Bauplan speichern. So. Jetzt ist die nächste Frage: Wie gehe ich denn weiter mit den Dingern vor? Ich könnte jetzt einerseits hingehen und sagen, komm, wir packen uns den zweiten einfach daneben. Dann machen wir es. Passt das von der Höhe her? Ja, sieht gut aus. So. Ich ziehe mein Band hier rein. Ich ziehe mein Band
dort unten zwischen. So solltest du nicht laufen. So. Magst du dich nicht mit dem verbinden? Das könnte natürlich doof sein. Und wir müssen hier noch eben einmal das Band durchziehen. So. Und schon hätten wir jetzt zwei zusammen. Jetzt muss man überlegen, wo wir den Strom hinpacken. Ja. Aber da bietet sich hier so ein bisschen der Platz genau zwischen den Geräten an. Und wir können das Kabel darüber ziehen. Und wir hätten Strom mit drin. Das ist eine Möglichkeit, mit dem System umzugehen. Das zieht man dann einfach durch. Das nutzen wir jetzt auch. Sagen aber hier, das ist ein Zweier. In Reihe. Setzen den hier hin. Und speichern das Ganze. So, als letztes setzen wir jetzt einfach noch einen Einer mit da dran. Und wir haben drei Stück hintereinander. Und das wir auch den richtigen Punkt finden wieder. Und das gleiche haben wir hier nochmal. Da dran. Da dran. Da dran. Und wir schnappen uns den Strom von dort mit da dran. Geht das beides mal schön damit durch. Sieht halbwegs vernünftig aus. Nicht ganz so, aber passt schon. Das heißt, wir haben dann immer schön einen Punkt, wo wir Strom dran kriegen. Also, na, hier hätten wir jetzt noch einen frei. Da kommt unser Strom dann erstmal rein. Hier müssen wir halt jedes Mal von außen ranhalten. Das wäre dann unser Dreier-System. Das heißt, wir machen hier Fabrikator, Dreier, Reihe. So, dorthin soll der gleich und der kriegt wieder das Symbol. Bild auswählen. Bauplan speichern. So, ist gespeichert und wir haben wieder wunderbar zum schnellen Arbeiten unsere Baupläne hier. Jetzt bleibt natürlich die Frage, warum habe ich immer Reihe daran geschrieben? Grundsätzlich kann man nämlich auch hingehen. Ich zeige euch das jetzt hier mit diesem einen. Das machen wir jetzt einfach mal alles hier oben weg. So. Und wir würden jetzt hingehen, den Kollegen umdrehen. Ja. So hätten wir dich gerne und dich hätten wir ebenfalls gerne so. Und wir setzen uns wieder hier zwei hin. Hier zwei hin. Und ups. Dann nehmen wir aber auch schnelle Band darüber. Und packen uns dort die Fusionatoren dran. Licht da oben, der sieht nicht ganz so toll aus. Der weigert sich nämlich schon wieder. Das sieht doch besser aus. So. Jetzt müssen wir einmal die wegnehmen.
Das habe ich gerade vergessen zu erklären. Und sie neu dran setzen. Weil in dem Fall haben die Jungs einfach keinen Bock, das direkt hinzukriegen. Kann mal gut gehen, aber in der Regel gut ist das nicht. Und deswegen einmal absetzen, einmal wieder dran machen. Fertig. Also das gilt für alle hier. So, dann nehmen wir uns hier wieder den Spaß weg. Der weg. Der weg. Und der Teil weg. Und hier hinten das gleiche. Du weg, du weg und du weg. So. Jetzt können wir uns überlegen, wenn die Sachen von hier reinkommen und nach da hinten rausgehen, dann wäre das ja unsere linke Seite, weil rechtsseitig haben wir ja gar nichts. Also gehen wir hin, sagen Dreier links. Und ich würde mir noch dran schreiben mit Ausgang. Und wir setzen das gleiche auch wieder hier unten rein. Bauplan speichern. Fertig. Jetzt haben wir das Thema. Wir haben jetzt irgendwas rechts. Und brauchen wir ja wohl auch was links. Genau, das machen wir jetzt. Das heißt, wir leeren den Kollegen. So. Setzen uns jetzt keinen Bauplan rein, weil das macht keinen Sinn. Wir nehmen uns wieder die Fabrikatoren. Da wir hier stehen, setzen uns wieder unsere Wand dran. 1, 2 und hier die Nummer 3. Machen hier auch 1, 2, 3. Und diesmal ziehen wir das Band von hier in genau die andere Richtung. Das ist zu hoch. Das ist. Nein, das ist genau richtig. So, aber jetzt ist da unser Eingang und dort unser Ausgang. Und wir haben wieder genau das gleiche zu tun. Wir setzen uns jetzt hier einmal die Lifte ran. Ich hoffe, ihr müsst den Müllwagen jetzt nicht hören. So. Und dann packen wir wieder die Splitter drauf. Warum willst du mich? Ah, versuchen wir es. Er will. Er will auch. Er will. Und der will auch. So. Wir nehmen nochmal eben die Kollegen weg. Das ist ein bisschen zum Vereinfachen. Zack, zack. Und dann sagen wir hier einmal zack, zack. Da dran. Und da. Die sind alle dran. Wir haben hier wieder das gleiche Thema. Das kommt alles weg. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Auf der anderen Seite machen wir es genauso. So. Und diese Seite hier, da können wir jetzt überlegen, ob wir den quasi als Abstandshalter schon mal dran machen oder weglassen. Ich würde ihn weglassen. Weil wenn man es einmal raus hat, wie weit der Abstand sein muss, letztendlich so ein Viertelfeld, dass man da
Platz lassen muss. Also man sieht ja hier letztendlich, wir setzen an dieser Linie, dieser hellgrauen Linie an, gehen über die hinweg und kommen auf diese. Das ist der Punkt, den wir uns merken müssen, ist, da wir immer zwei hier haben, es ist also ein Viertel, den wir in Abstand halten müssen, dann können wir die nachträglich reinsetzen. Ist ein bisschen mehr Aufwand beim Bauen, aber funktioniert genauso. So, wir brauchen hier aber auch noch Strom. Bei dem würde ich jetzt einfach vorschlagen, wir setzen das hier umgekehrt hin. Also setzen wir den dorthin. Das müsste ungefähr dann gegenüberstehen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Und wir haben den Vorteil, wir können damit das ganze System immer relativ zügig verdrahten. Von einem zum nächsten. Nehmen wir einmal hier hin. Und sagen: Fabrikator. Fabrikator. Ein Dreier. Rechts. Ohne Ausgang. Ohne Ausgang. So, das passt doch. Mit noch eine Beschreibung reinsetzen, logischerweise. Kommt dahin. Oh, steht mit ohne, das geht ja auch. Und wir setzen uns wieder das Bild. Und fertig ist der Spaß. Wenn wir das jetzt aufbauen wollen, machen wir einmal das hier weg. Praktischerweise gibt es hier diesen Modus hier. Dann gehen wir den Modus zurück. Das wäre das, das, das. Fertig. Und wir bauen uns jetzt einfach mal den Fabrikator links mit Ausgang. Und setzen wir uns da so hin. Und schnappen uns dann den rechts ohne. Wie gesagt, ne, da wäre jetzt quasi genau der Punkt, wo wir es hinpacken müssen. Gehe jetzt bewusst in diesen Hologramm-Modus. Und dann können wir einfach zwei zurückgehen. Und wir haben genau unser Viertel, das wir brauchen. In dem Fall war es jetzt zweimal die rechte Pfeiltaste drücken. Und wir können einmal ganz zügig den Kollegen dran, den dran. Wo auch immer du jetzt hingehst, das sollte so nicht sein. Den Kollegen da hinsetzen und sind fertig. Und praktischerweise der, den wir anschließen wollen, auch jetzt nur einmal hier dran. Und hier kann unser Strom wieder reingehen. Wir haben also noch drei frei, das heißt, wir können von hier aus Strom rein. Wir können den Strom auch direkt noch weiterleiten in ein System, was dahinter kommt oder daneben. Und das Ganze ist dann relativ kompakt. Man sieht schon, hier ist alles orange. Da ist alles orange. Und hier auch. Das heißt, wir gehen hier auf einer Seite rein, bringen das nach hinten, bringen das hier nach hinten und bringen das auch nach hinten. So. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.